Haben Sie auch in den letzten Tagen diese Kälte gespürt? Der Grund für diese Kälte war nicht das Wetter, nein. Der Grund war, die FDP hat ihren neuen 12-Punkte-Plan vorgestellt. Pünktlich zu ihrem Parteitag. Ein Programm, um die deutsche Wirtschaft wieder auf die Überholspur zu setzen. Sowas wie die 10 Gebote, nur dass es sogar 12 sind. Das heißt, die Liberalen haben sich sogar mehr Mühe gegeben als Gott. Und was schlägt... Ja, kann man noch so sagen. Und ja, was schlägt die FDP so vor, um die Wirtschaft in Deutschland wieder fit zu machen? Zum Beispiel keine abschlagsfreie Rente mehr ab 63. Das heißt, Menschen, die 45 Jahre geackert haben, sollen nicht mehr abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen dürfen. Das hilft der deutschen Wirtschaft natürlich enorm. China treibt seine Wirtschaft mit Subventionen und unglaublichen Innovationen nach vorn. Die USA treiben ihre Wirtschaft mit Subventionen und Investitionen unglaublich nach vorn. Der Hammerplan der FDP, um andere Nationen wirtschaftlich abzuhängen, lautet: Opa Günther kriegt nach 45 Jahren Maloche auf dem Bau 200 Euro Rente weniger im Monat. Nehmt das, Amis und Chinesen. Nächster Punkt. Bürgergeldempfänger sollen auch 1-Euro-Jobs annehmen müssen. Man weiß ja, Christian Lindner nimmt gern von den Armen und gibt den Reichen. Er hat seinen Robin Hood gelesen, leider falsch rum. Wie ist denn das? Wie ist denn das mit diesen so oft beschworenen arbeitsunwilligen Bürgergeldempfängern? Die gibt es natürlich, aber die Bundesagentur für Arbeit hat dazu aktuelle Zahlen. Im vergangenen Jahr waren es 0,4% der Bürgergeldempfänger, die sich verweigert haben und deren Leistungen deswegen gekürzt worden sind. 0,4%. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zur Zeit X fragt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes: Wenn sich jemand wie besessen an einem Problem abarbeitet, das es praktisch so gut wie gar nicht gibt, wie nennt man das? Oh, eine Quizfrage. Ich liebe Quizfragen. Ich würde es Lindnern nennen. Der nächste Klopper. Wegfall der Subventionen für erneuerbare Energien. Während Länder wie China oder auch Saudi-Arabien mit enormen Mitteln ihre erneuerbaren Energien ausbauen, um günstigen Strom zu bekommen, sollten wir die Subventionen abbauen. Und da muss ich sagen, es gibt Ideen, die sind so bescheuert, dass sie schon wieder genial sind. Diese Idee gehört leider nicht dazu. Nichts an diesem 12-Punkte-Plan ist wirklich neu. Nichts ist neu. Es ist genau der Neoliberalismus, den man von der FDP seit Jahrzehnten kennt. Ich glaube, es geht der Partei hier um zwei Dinge. Erstens, Aufmerksamkeit generieren vor der Europawahl. Zweitens, die Koalitionspartner SPD und Grüne so zu provozieren, dass sie von sich aus die Beziehung beenden. Die FDP traut sich das nicht. Sie will, dass SPD oder Grüne sagen, wir haben keine Lust mehr. Leider verweigern die sich bislang. Natürlich muss man, wenn Unsinn vorgeschlagen wird, auch mal sagen, dass es Unsinn ist. Aber dann muss man auch weiterarbeiten. Blöd, ne? Wahrscheinlich ist es eine Frage der Zeit, bis die FDP noch weiter eskaliert. Dann fordern sie wahrscheinlich noch die komplette Betonierung Deutschlands und Windräder mit Verbrennungsmotoren und die Wiedereinführung der Sklavenarbeit für Menschen unterhalb des Spitzensteuersatzes. Oder steht das schon im 12-Punkte-Plan drin? Ich weiß gar nicht so genau. Könnte sein. Jedenfalls wird viel von Trennung geredet in diesen Tagen, auch von Scheidung. Auch gerade CDU und CSU reden häufig von Scheidung. Ja, sie wollen natürlich, dass die FDP sich scheiden lässt. Es erinnert wirklich langsam an eine Liebesbeziehung. Es ist Material für eine Foto-Love-Story. Erinnern wir uns, die FDP hat ja 1982 die SPD sitzen gelassen für die Union. Nach 13 gemeinsamen Ehejahren mit der SPD hat sich die FDP getrennt. Das war hart für die SPD, plötzlich wieder solo in ihrem Alter. Aber das mit der Union, das war für die FDP so eine Seelenverwandtschaft. Das war die große Liebe, muss man, glaube ich, so sagen. Die Liebe ihres Lebens, die auch viele Stürme überstand. Ne? Nee, das ist das falsche Bild. Das ist das Richtige, ja. Aber man kennt das. Die Liebe kann noch so groß sein. Jede Beziehung wird mit der Zeit öde. Es ist halt immer die gleiche Ehe. Dann litt die FDP 2013 unter Prozentproblemen.
brauchte erstmal ein bisschen Abstand, musste sich wieder selbst finden. Das kennt man auch. Dann raten die Kumpels, komm Christian, kauf dir einen neuen Porsche, das hilft. Und einer sagt, komm Wolle, kauf dir ein Boot und ein peinliches pinkes T-Shirt, damit jeder sieht, dass du aus dem letzten Jahrtausend bist. Und wieder ein anderer sagt, komm, versuch's mal mit einer Lederjacke und einem Motorrad. Jim Jarmusch. Nein, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Entschuldigung. Manchmal ist der Alltag aber trotzdem einfach unglaublich öde. Und irgendwann denkt man, okay, das Einzige, was jetzt helfen würde, wäre ein Seitensprung, mal ausbrechen, eine Affäre, eine andere Beziehung. Sich wieder lebendig fühlen. Und da hatte die FDP Glück. Auf einmal lernten die da jemanden kennen. Wie es meistens läuft, jemanden aus dem Arbeitsumfeld. Andere Leute, die auch anders drauf waren als die eigene Beziehung. Leute wie den Kohlen Robert haben sie auf einmal kennengelernt. Das stand da plötzlich so verführerisch. Der coole Robert aus der schleswig-holsteinischen Bronx. Super Typ, irgendwo Künstler, verrückt. Einer, der mit Pferden sprechen kann. Oder die crazy Annalena, die alleine barfuß am Strand Modenschauen macht und dabei den Krebsen erklärt, dass sie demokratischer werden sollen. Oder den verrückten Olaf, der zwar tagsüber aussieht wie ein Buchhalter, der aber nachts kaum wiederzuerkennen ist. No? Hallo, coole Typen. Typen, die mal erstmal anders waren. Die erstmal lässiger rüberkamen, Sozen, Linke, Grüne, teilweise mit Gitarre, mit Blockflöte. Und da war er doch auf einmal sehr konkret, dieser Traum mal auszubrechen. Und dann hat es die FDP gewagt und siehe da, es hat gefunkt. Es war auch da anfangs wieder der absolute Honeymoon. Man machte verliebte Selfies. Wie man das so macht am Anfang einer neuen Beziehung. Man macht auf einmal Dinge, die man nie gemacht hat. Vegetarisch kochen zum Beispiel. Aber irgendwann wird es anstrengend. Irgendwann wird es anstrengender als gedacht. Und statt Spaß zu haben, redet man dann doch irgendwann nur noch über den Heizungskeller. Und dann ist doch die Frage da, will man Kinder? Wie sollen die Kinder mal gesichert werden? Man ärgert sich übereinander, man wird sauer. Es steht einem Biss da oben, man will raus. Und dann steht eines Tages der alte Partner wieder vor der Tür und hat einem alles vergeben. Und da ist da dieser eine, der in seinem Blick wirklich alles bündelt, was Heimat, Stabilität und wahres Glück ausmacht. Und er lockt mit all dem, was man in dieser aufregenden Beziehung vermisst hat. Da ist er wieder, dieser vertraute Duft von Frittenfett und Tabak original. Und dieser Mensch ist natürlich nicht allein, da ist eine ganze Familie, in die man auch wieder zurückkehren möchte. Es sind Menschen, die für Vertrautheit stehen. Und man trifft sich erst heimlich, dann trifft man sich offen. Da kommt dieser Abend, wo man sagt, komm, lass uns wieder koalieren. Es ist alles egal, lass uns wieder miteinander koalieren. Und dann ist da der Moment, wo man eine Abschieds-WhatsApp schreibt. Hey Leute, es geht nicht mehr. War irgendwie cool mit der Ampel, aber wir denken zu unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche Träume. Ihr wollt die Welt retten, ihr wollt Gerechtigkeit. Wir wollen vor allem kein Tempolimit und einen niedrigeren Spitzensteuersatz. Lass uns mal ein bisschen auf Distanz gehen in diesem Sinne. War scheiße mit euch. Hier ist unser Song der Woche. Ich bin Jäger. Neben dem gelben Wagen steht dieser Labersack. Ja, das ist doch. Ich dreh mich um im Grabe. Die FDP von heute, what the fuck? Auf Teufel komm raus, nur blockieren. Und den 12-Punkte-Plan ausgerollt. Ja, natürlich. Die Ampel weiter demolieren. Ja, und der Partner, der schmollt. Die FDP leidet in besonderer Weise darunter, dass wir einer sehr unbeliebten Regierung angehören. Die FDP sagt, wir sparen bei Rente und Bürgergeld. Soll weniger zahlen, die Schere geht auf Schnippschnapp. Doch bei den kommenden Wahlen kacken die Liberalen voll ab. Aber ich kotze hier ins Studio, bevor ich gehe, ist klar.